Hallo zusammen, ich bin der Simon von der Schweiz und seit 3 Jahren in Lateinamerika von Klettersport zu Klettersport herumreisen und mittlerweile erfahrener Kletterer. Yes, loco, dale, dale! Servus, ich bin der Martin. Ich kletter seit 15 Jahren und im Moment wohne ich hier in San Cristóbal de las Casas im Süden von Mexiko und arbeite als Bergführer. Ungefähr eine Stunde von uns gibt es einen der größten Canyons hier in Zentralamerika, den Canyon del Sumidero. Hat eine Wand ungefähr von 1000 Meter hoch. Und zusammen mit einem Freund möchten wir zwei gerne die erste freie Kletterbegehung von der Wand machen. Wir sind viele Sachen am Organisieren. Wir haben bereits jetzt Pläne geschmiedet, wie wir überhaupt dorthin kommen. Wir setzen uns mit vielen Sachen untereinander, wie mit Bienenattacken, mit dem Equipment, das wir alles brauchen. Wir brauchen viel Wasser und Essen, wo wir schlafen. Dort sind noch Krokodile im Fluss. Wir haben noch ein paar Sachen zu klären, aber wir haben schon die Hälfte haben wir schon alles geklärt und wir sind auf einem guten Weg. Jetzt bräuchten wir aber noch eure Unterstützung. Uns fehlen noch gewisse Sachen von Equipment, hauptsächlich traditionelles Kletterequipment. Wir wären mega froh, wenn ihr uns könntet unterstützen könntet. Als grosses Dankeschön, dass wir Ihnen einen 4-Tages-Kurs schenken an jeden, der uns hier unterstützt. Hier in San Cristóbal, da wo wir Ihnen 4 Tage alles lernen, was du wissen musst, wenn du selber mal klettern auf einmal möchtest. Und außerdem unterstützt uns mit einer Spende hier unser Projekt Vertigo Rock Climbing. Wo wir mit Kindern, denen was nicht so gut geht als wir uns, gratis Kletterkurse machen, damit wir denen ein bisschen eine andere Perspektive vom Leben vermitteln. Und wer will, wir machen über das ganze Unternehmen da eine kleine Dokumentation und wer will, kann da gerne mit seinem Namen erwähnt werden. Und für die größten 10 Spenden hätten wir uns gedacht, die werden dann herzlich willkommen, dass sie uns dir irgendwelche Namensvorschläge geben und dann vielleicht wollen wir einfach ihre Namen nachher einfach aus. Genau. Somit möchten wir uns schon jetzt herzlich für eure Unterstützung bedanken. Wir schätzen das mega, dass ihr uns da unterstützt bei diesem Projekt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Detailfragen zu unserem Projekt habt, schreibt es einfach anschreiben, falls ihr mein Schweizerdeutsch oder sein Tirolerdeutsch nicht versteht. Ja. Einfach nur mal schreiben, wir können ja noch andere Sprachen, das ist kein Problem. Und merci vielmals. Dankeschön.